So viel darfst du nur essen, wenn du ins Kaloriendefizit kommen musst. Wenn du einen flachen Bauch bekommst, schlanke Beine, dann weißt du ja, du musst ins Kaloriendefizit kommen. Aber niemand sagt dir, wie wenig das eigentlich ist. Schau mal, das ist wirklich nicht viel. Kein Wunder, dass du da nicht satt wirst, immer Heißhungerattacken hast und die Diät irgendwann aufhörst. Kein Wunder, dass keiner einen flachen Bauch hat. Aber pass mal auf, so kann auch eine Ernährung aussehen, mit der du ins Kaloriendefizit kommst. Es kommt nicht nur darauf an, was du isst, sondern vor allem in welchen Mengen und welche Nährstoffe da drin sind. Du kannst richtig satt werden. Du kannst richtig leckeres Essen essen. Du kannst immer noch ins Restaurant gehen, du kannst immer noch mal eine Pizza essen, wenn du die richtigen Lebensmittel wählst in der richtigen Menge, die zu dir persönlich passen. Und vor allem eine Ernährung drin hast, die für deinen Körpertyp angepasst ist, eine grundlegende Bewegung drin hast. Wenn du bisher Diäten gemacht hast und dabei nicht satt geworden bist, dann hast du bisher falsch gemacht. Eine Diät heißt nicht, dass du wenig essen musst. Wenn du bisher abends Heißhungerattacken hattest und Bock hattest mal Nudeln zu essen, Pasta und du hattest keine Kalorien mehr offen und es war sauschwer durchzuhalten und das war ein richtiger Krampf, du bist mit Hunger schlafen gegangen, dann hast du es bisher falsch gemacht. Ich als Abnehmexperte verrate dir, so muss es nicht aussehen. Es geht auch anders. Du kannst und musst satt werden. Du kannst und musst immer noch mal leckeres Essen wie eine Pizza, eine Pasta essen können und dürfen. Denn wenn du das nicht kannst, dann wirst du nicht darauf durchhalten. Du wirst irgendwann aufgeben. Du wirst das Handtuch schmeißen, weil du sagst, das mit dem Abnehmen, das ist nichts für mich. Ich habe nicht diese Disziplin, ich habe nicht den Willen, aber das ist nicht die Realität. Abnehmen ist eigentlich einfach, wenn man weiß wie. Problem ist, jeder Körper ist anders. Jeder hat einen anderen Körpertyp, einen anderen Alltag. Wenn du wissen willst, was für dich individuell passt, dann folgt mir auf jeden Fall jetzt schnell, weil ich werde in den nächsten Tagen Videos hochladen, wo ich genau das erkläre. Deswegen folgt mir und verpasst es nicht.